Beugung am Spalt. Der Versuchsaufbau besteht aus einem Laser mit der Wellenlänge von etwa 650 Nanometern und einem Spalt, dessen Breite einstellbar ist. Der Laser leuchtet diesen Spalt aus. Auf einem Schirm in der Entfernung von 4,60 Meter ist zunächst ein weitestgehend kreisförmiger Fleck zu sehen. Wir achten jetzt auf die Änderung, wenn wir den Spalt durch Drehen der Mikrometerschraube schließen. Wir erkennen zunächst, dass der Fleck breiter wird, während wir den Spalt weiter zudrehen. Dieses Verhalten ist intuitiv nicht zu erwarten. Schließen des Spaltes sollte in der geometrischen Optik den Strahl abschatten, sodass wir einen spaltförmigen Fleck erwarten würden. Wenn wir genau hinsehen, wird der Fleck jedoch nicht nur breiter, es werden neben dem zentralen Maximum durch dunkle Streifen getrennt Nebenmaxima sichtbar. Schließlich wird das zentrale Maximum so breit und gleichzeitig lichtschwach, dass wir die schwächeren Strukturen nicht mehr ausmachen können. Wenn wir den Spalt wieder aufweiten, kehren wir in den Ausgangszustand zurück.